Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Schreckensherrschaft, Horror unter der Guillotine von Pegasus Press für Cthulhu. Viel Spaß! Starten wir gleich, und zwar mit der Einführung. Und die ist tatsächlich ziemlich lang, wie ihr hier auf dem Inhaltsverzeichnis erkennen könnt. Warum ist das so? Das Abenteuer Schreckensherrschaft spielt auf die Französische Revolution an, wie ihr bereits auch an Teil 1 oder auch an Teil 2 erkennen könnt. Dort steht es bereits 1789 und auch die 94. Das sind zwei Abenteuer, die unabhängig voneinander gespielt werden können, und wir wollen uns diese jetzt einmal betrachten. Ja, das Setting ist ja noch ein bisschen ungewöhnlicher. Man kennt natürlich die Cthulhu Now-Abenteuer, die dann 2020 spielen oder ganz generell jetzt, wann auch immer jetzt ist. Wir kennen die Abenteuer, die 1920, 1930 spielen in der goldenen Zeit, irgendwie in Amerika, in Chicago und New York oder sowas, oder natürlich auch in Deutschland. Dieses Setting jetzt ist ja anders, einfach weil man sich vielleicht mit der Französischen Revolution nicht ganz so gut mehr auskennt. Schulzeit ist ein bisschen vorbei. Oder aber man weiß nicht genau, was, ja, wie das Leben so ein bisschen tickt, wie man das auch als Spielleitung dann erzählen könnte. Daher ist diese Einführung tatsächlich von sehr großem Wert, wie ich zumindest finde. Gab es beispielsweise schon Hotels, wo man dann, ja, essen konnte? Gab es sowas wie Restaurants? All solche Dinge, wie eine Stadt dann eben auch dargestellt werden kann oder auch sollte und warum sie so anders ist. Wir spielen dann ja auch nicht in einem Fantelalter, in einer Fantasy, in einem Mittelalter, sondern wir spielen in der echten Welt, und man sollte die, ja, Darstellung dann tatsächlich auch so wählen, dass man es erkennen kann. Und ich finde, das ist mit dieser Einführung gut gelungen. Es gibt große Stadtteilbeschreibungen und auch eben Szenarienabschnitte, warum es jetzt alles zu dieser Revolution kommt, damit ich das alles ja, sehr gut miteinander verknüpfen kann. Die Investigatoren können natürlich auch selbst erstellt werden. Es gibt dazu hinten noch einen kleinen Baukasten, wie ich dann eigene Berufe bzw. eigene ja, Investigatoren erschaffen kann. Das geht, aber es gibt hier auch sechs Helden, Heldinnen, die dann hier bereits erstellt worden sind, die einen Hintergrund haben, die sich perfekt in das Abenteuer verknüpfen lassen. Ich finde das tatsächlich ja mittlerweile relativ gut, dass man solche Charaktere dann auch den Spielern aushändigen kann. Früher war ich da überhaupt kein großer Freund von, aber mittlerweile bin ich bei Cthulhu tatsächlich auch der Auffassung, dass solche fertigen Investigatoren sehr hilfreich sind. Ihr könnt es hier oben dann auch erkennen: der Feldwebel Renan, dann den Idealisten Beaumont, den Dupont, einen alten Soldaten, Pressy, ein junger Soldat mit romantischer Ader, Babin und Huguel, ja. Und da fällt euch auch sicherlich schon auf, man muss natürlich kein Französisch sprechen, wenn man dieses Abenteuer leitet, aber es sind viele Namen drin. Und ich glaube, es macht tatsächlich Sinn, dass man sich schon mal so ein bisschen mit der französischen Sprache vertraut machen sollte. Bon vivant, vivandière, wie spricht man solche Dinge aus, wenn man dann von Liberté, Égalité und Fraternité spricht, also der Freiheit, der Brüderlichkeit, der Gleichheit. All solche Dinge, die es, oh, also wenn ich das lese, dann habe ich schon einen richtig wässrigen Mund tatsächlich. Es macht richtig Spaß, das zu lesen mit den deutschen Begriffen, den französischen Begriffen, und da richtig aufzugehen in dieser Welt. Aber nachdem wir das alles schon einmal uns betrachtet haben, die Einführung in das Jahr 1789, schauen wir uns mal das erste Abenteuer an. Ja, das Abenteuer. Und ich werde tatsächlich zu diesem Prolog, zu dieser Erzählung auch ein kleines Intro gestalten. Das werdet ihr dann auf meiner Homepage finden, könnt ihr euch da dann herunterladen, und wenn ihr mögt, könnt ihr das in eurer Runde, wenn ihr sie denn erzählt, exakt so einspielen. Das ist zumindest das, was ich mir vorgenommen habe, wird sicherlich irgendwann in naher Zukunft dann erscheinen, und schaut man unter dem Video, vielleicht ist es tatsächlich sogar schon verlinkt. Und zwar werden mehr und mehr Leute auf einem Friedhof verscharrt, mitten in der Stadt. Die Charaktere sollen das Ganze dann begleiten und treffen dann auf die erste mysteriöse Begegnung. Sie können natürlich auch unten in den Katakomben der französischen Stadt herumlaufen, können sich mit dem Arzt unterhalten, der sie begleitet und dessen Auftrag sie so ein bisschen arbeiten. Zumindest sind sie als Soldaten sehr gut und sehr stark miteinander verknüpft. Was ich besonders spannend finde, ist, dass es dann eben auch verschiedenste Zugehörigkeiten gibt. Was bedeutet das? Natürlich gibt es dann so ein bisschen das Volk und die Royalisten, diejenigen, die den König hochreißen. Es sind natürlich dann auch Offiziere, die dann im Adel dienen.
Die sind natürlich auch sehr stark als Royalisten verknüpft. Das mag dann im späteren zweiten Teil, im optionalen Teil, dann auch nochmal relevant werden. Aber auch hier sind schon erste Spannungen zu spüren. So ein bisschen Social PvP innerhalb der Gruppe, was man gerne mal anspielen kann, ausspielen kann. Hier wird es dann sicherlich noch keine Totschlagszenen geben. Das erfolgt dann später. Aber ich finde es schon mal sehr schön, wie die eben miteinander verknüpft sind. Die Soldaten werden nach der ersten kleinen Szene am Friedhof, wo sie die ersten mysteriösen Begebenheiten miterkennen können, werden sie zu einem Mordfall gerufen, da die Polizei so A nicht existiert und B dann auch verhindert ist. Dementsprechend sollen die Soldaten dann als Stadtwächter diesen Mord untersuchen. Es gab eine Nachbarin, die das Ganze gehört hat, die Madame Bosson. Wenn man sie dann so ausspricht, ich hatte zwar ein bisschen Französisch, aber es ist auch lange her und ich bin dann eher der Lateiner gewesen. Ja, die Familie Raymond ist umgebracht worden in einer Druckerwerkstatt und das Ganze soll untersucht werden. Es gibt zahlreiche Hinweise und Indizien, die dann die Charaktere als erste Auftretende dann finden können. Selbst wenn sie hier nicht alles finden sollten, es gibt sowas wie einen eingebauten, ich sag mal, Noob-Schutz. Also die Spieler werden dann durch andere NPCs nachträglich auf Hinweise noch hingewiesen, die dann mitgenommen worden sind. Beispielsweise, ihr könnt es hier auch erkennen, das Taschentuch, was dann hier liegt. Also wenn man das selbst nicht findet, weil man, weiß ich nicht, unfähig war, dann wird es NPCs geben, die fähiger sind. Und die dann solche Hinweise und Indizien dann den Charakteren als ermittelnde Person eben zuschieben. Die Charaktere können dann ihrem Vorgesetzten die Hinweise weitergeben und werden daraufhin nach Versailles eingeladen, also zum Königspalast von Ludwig dem 16. Der lädt sie dann ein. Vor allem, ja, es gibt großes Fest, eine große Festivität, da lernt man zahlreiche andere Adlige kennen. Und die Charaktere sollen dort dann, ja, mit aufpassen als Soldaten, damit das eben nicht alles in die Brüche geht. Können dann da selber noch so ein bisschen socializen. Ich hatte ja eben schon einmal von dem Romantiker gesprochen und der hat tatsächlich da auch so eine kleine Szene, die man dann ja anspielen kann, wenn man möchte. Je nachdem kann man das alles so ein bisschen ausschreiben. Ich finde tatsächlich auch die Bilder, so wie ihr sie erkennen könnt, richtig gut. Macht Spaß, was sich anzugucken, vor allem weil das Buch auch in Vollfarbe da ist. Also ich habe nicht nur die PDF, sondern auch das Hardcover und es macht Spaß, das so zu lesen, das sich die Bilder anzugucken und dann hat man eigentlich auch schon eine ganze Menge Lust, das selber mal zu leiten oder auch zu spielen. Die Charaktere können auf dieser Party eine besondere Person erkennen, die sie schon von der allerersten Szene, ja, kennengelernt haben, zumindest wiedererkennen können. Und zwar einen Adligen mit dem Namen Fenalik. Das ist ein Comte bzw. ein Graf, der sehr exquisite Partys gibt. Und die Charaktere sollen doch mal bitte, nachdem sie sich in Versailles umgesehen haben und das dann zu einer, ja, merkwürdigen Botschaft kam, einer traurigen Botschaft, auf die ich gerade erstmal nicht weiter eingehen werde. Wer sich ein bisschen auskennt, wird sicherlich wissen, worum es geht. Also wer sich historisch auskennt, wird wissen, worum es 1789 geht. Alle anderen können es dann selbst nachlesen, wenn sie das Buch haben. Zumindest kommt es dann zu einer Begegnung mit dem Comte und sie werden dann daraufhin angesetzt, mal bei diesem Landsitz nachzuschauen, was das denn für mysteriöse Festivitäten sind, die der Comte da gibt, dieser Baron, dieser Graf, derjenige, der mit dem Landschloss in Poissy, etwas unweit von Paris. Die Charaktere dürfen dann über den Zaun klettern und sich umsehen durch die Fenster hindurchlugen, vielleicht spähen sie auch hinein. Und werden dann zahlreichen frevelhaften Dingen ansichtig, die schon dafür ausreichen, diesen Comte wegen Blasphemie, ja, zu guillotinieren, also zu töten. Ist natürlich ganz heikel in einem christlichen Frankreich im Jahre 1789. Und ja, die Charaktere können Hinweise sammeln, mitnehmen und dann wiederum dem Vorgesetzten zeigen. Der wird sie daraufhin ein weiteres Mal wieder zum Landsitz schicken, dieses Mal aber mit vielen, vielen Einheiten. Daraufhin kommt es zu einer Bestürmung des Landsitzes, sehr schön ausgearbeitet. Viele tolle neue Szenen, eine große Party, die sie dann sprengen dürfen. Wieder einmal mit einem sehr tollen Thema. Die eigentlichen Beschreibungen, die es hier gibt,
sind hervorragend. Mairi Stritter hatte das auch schon einmal in ihrer Rezension der Orkenspalter thematisiert. Es ist eigentlich wie ein großer Film, der dann hier nachgespielt werden kann. Die Abweichungen vom Buch sind gar nicht so sehr gegeben. Es fühlt sich aber in meinen Augen gar nicht an wie eine Eisenbahn, die entlangfährt. Also der Railroad ist da, ja, sicher, es ist keine große Sandbox. Aber ich finde, das ist an dieser Stelle gar nicht so sehr schlimm. Das Abenteuer ist, es bietet die eine oder andere Möglichkeit zum Ausbrechen, aber eigentlich will man tatsächlich auch hier ranbleiben. Es gibt nur die ein oder andere Stelle, wo es dann doch ein bisschen gezwungen wirkt. Dazu dann da später mehr. Und so endet das Abenteuer. Es gibt natürlich noch einen kleinen Epilog. Hoffentlich waren die Charaktere erfolgreich und konnten den Grafen Fenalik aufhalten. Jetzt leitet das Abenteuer über, entweder in den zweiten Teil, der sich dann hier auch in diesem Buch befindet, oder aber man kann eine ganz andere Kampagne spielen, die so ein bisschen das Schlüsselmoment ist. Und zwar soll es gehen um den Horror im Orient Express, eine uralte Kampagne, damals von Chaosium noch herausgegeben, wurde auch übersetzt in vier kleinen Büchern, vier Schuber mit zahlreichen Handouts, ist aber schon lange, lange vergriffen. Wer die also noch im Schrank stehen hat, der kann sie jetzt wieder herausholen, dieses Abenteuer als Prequel erzählen und danach die lange vierteilige Horror im Orient Express Kampagne spielen. Also auch das wäre möglich. Bereitet also dann perfekt darauf vor. Natürlich dann mit anderen Charakteren, die dann 1923 spielen und nicht 1789. Aber alternativ, wenn ich Lust und Spaß an diesem Setting habe, Frankreich der ja, Revolutionsjahre, dann kann ich von hier aus im Anhang weiterspielen. Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, diese Revolution dann darzustellen, den Überfall auf die große Bastille, wo dann Gewehre und Munition gestohlen werden. Oder aber man springt gleich zum Ende der Französischen Revolution, wo dann jeden Tag ja, die rote Stunde gefeiert wird, wo dann Menschen um Menschen guillotiniert werden, ihre Köpfe abgetrennt und dann die Leichen auch wieder weggebracht werden müssen. Und an dieser Stelle blenden wir wieder über in den zweiten Teil und gucken uns auch an, was vielleicht mit den Charakteren passiert sein könnte. Denn ja, das sind teilweise, wenn man dann so mag, auch vorgegebene Charaktere, das hatte ich schon gesagt. Und diese vorgegebenen Charaktere haben Familien, die entwickeln sich weiter. Es ist ganz spannend zuzusehen, wie die sich so entwickeln. Ja, die Gruppe ist so ein bisschen zersplittert, denn ja, ich hatte schon eben erwähnt, es gab die Royalisten und diejenigen, die dem Bürgertum sehr nahe standen, dem dritten Stand, wie man so schön sagt. Und es könnte sein, dass die in dieser Revolution auf verschiedenen Seiten standen und mehr oder minder nicht so viel Glück hatten. Aber sie treffen sich wieder und zwar an dem Friedhof, dem besagten Friedhof, wo sie aus verschiedenen Gründen wieder aufeinandertreffen und dann wieder eine Begegnung haben und zwar mit dem Arzt, den sie auch damals schon wieder trafen. Die Charaktere können dann erkennen, ihr könnt es dann hier auch auf dem Bild erkennen, wie wohl ein ja, Korridor der Schädel, so wird es hier beschrieben, der Doktor der Finsternis. Die Leichen werden drapiert, wieder als Zombies sind es nicht wirklich, als Untote werden sie wieder erhoben. Und zwar hat der Doktor, der Bösewicht, die Aufzeichnung von Fenalik gefunden, hat sie selber benutzt, um selber mächtig zu werden zu einem Hexenmeister, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und er baut sich jetzt eine kleine Untotenarmee auf und zwar steckt er wahllos irgendwelche Köpfe auf irgendwelche Körper und die Untoten, gegen die man dann hier kämpfen kann, ja, sind unglaublich interessant, lustig. Sie werden dann gerettet und zwar von einem noch interessanteren Gegner und zwar ein Ghoul, der sich dort unten versteckt hat. Der hilft ihnen dann weiter. Ghoule kennt man vielleicht auch schon aus den verschiedensten Cthulhu-Publikationen. Auch in den Romanen sind das ein oder andere Mal aufgetaucht und diese helfen einem jetzt als Zweckverbündete, was vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, wenn man dann bei den Ghulen unten in den Katakomben steht und sieht, wie die anderen Menschen dann wegnagen, auffressen, an den Knochen knabbern. Ja, aber sie können sich dann entscheiden und die Ghule bieten dann zahlreiche Hilfestellungen, wie man sich dann umsehen kann. A, bei dem Arzt zu Hause und B, dann, wie man den Arzt denn auch töten kann. Denn ja, ein finsterer Hexenmeister, der dann den Baron ersetzt hat, das ist natürlich nicht das eine, was man möchte. Man muss hier also ein letztes Mal vor dem Ende des Krieges wieder zur Tat schreiten und versuchen, Fenalik selbst zu köpfen unter die Guillotine zu bringen. Wie soll das anders sein? Spielen wir in der Französischen Revolution, da darf die nicht fern sein.
Es gibt tatsächlich vorher noch einen kleinen Zwischenaufhänger, und zwar kennt man auch eventuell den Roman Die Musik des Erich Zann, der ja auch irgendwo in Frankreich gelebt haben soll. Hier treffen wir auf den Vorgänger und es geht wieder einmal um Musik. Ja, wer die Geschichte kennt, der wird sich hier unglaublich in das Abenteuer verlieben. Wer die Geschichte nicht kennt, sollte sie sich am besten noch einmal anlesen oder aber anhören. Ja, gibt es natürlich auch auf YouTube zu hören. Ich bin zumindest der Meinung, irgendwo würde man die finden. Die alten Hörbücher sollten zugänglich sein. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist oder nicht, aber darum soll es an dieser Stelle nicht gehen. Schaut oder hört euch die Musik des Erich Zann an. Hoffen wir einfach, dass die Charaktere erfolgreich sind und den Arzt aufhalten können. Es gibt natürlich wieder finstere Rituale, die man gegen den Hexenmeister benutzen kann, soll oder muss. Und damit endet das Abenteuer. Die Charaktere werden dann ja hoffentlich überleben. Schauen wir mal, was so passiert. Aber damit ist zumindest die Schreckensherrschaft beendet. Und das Buch leitet über in, ich hatte es schon eben gesagt, zahlreiche Anhänge, riesig groß, die allesamt sehr viel Lust und Laune machen auf, ja, nicht nur zwei Abenteuer, sondern eine große Kampagne. Klar, wie gesagt, der Horror am Orient Express steht auch noch im Raum, aber ja, wer weiter hier leben und spielen möchte, der kann dies tun. Schaut euch den Anhang an, guckt euch das Buch an. Es ist tatsächlich sehr empfehlenswert, wie ich finde. Hier wurde viel Arbeit in Recherche gesteckt, in Bilder, die dazu ausgeschmückt worden sind, und ich bin sehr zufrieden mit der Schreckensherrschaft. Gut, damit kommen wir zur Bewertung, und zwar wie immer Modularität, Spielspaß, die Schwierigkeit für die Spielleitung und die Bonuspunkte. Ich gebe für die Modularität 2 von 5 Punkten. Warum? Ja, es ist wie gesagt ein Spielfilm, es fühlt sich nicht ganz an wie eine Railroad, aber ich wäre eigentlich immer ein Freund davon, wenn man so ein bisschen abweichen kann vom Plot, wenn man kreativ werden kann, wenn die Spieler selbst so ein bisschen gefordert sind. Sie können hier eigentlich nicht viele Fehler machen. Selbst wenn sie Hinweise nicht sehen, dann gibt es immer einen NPC, der das für sie dann handhaben kann, der ihnen irgendwas hinterherträgt. Finde ich ein bisschen schade, aber wie gesagt, die Spieler merken es irgendwie nicht so wirklich. Zumindest beim Lesen sieht es nicht so aus, als ob die Spieler das merken würden. Spielspaß. Ich gebe 4 von 5 Punkten. Ja, woran liegt das? Wie gesagt, es ist ein großer Film. Man muss Bock haben auf die Französische Revolution, sonst hilft das alles nicht. Aber ich ziehe einfach einen Punkt ab, weil ich selber das Thema bzw. die cthulhuide Wesenheit, die in diesem Buch dann beschrieben wird, nicht ganz mag. Ich werde mit dem Bösewicht, ich werde mal auf seine Wesenheit nicht eingehen, werde ich nicht ganz warm. Ich mag diese Monster nicht, ja, es ist ein ganz persönlicher, subjektiver Punkt, aber ich ziehe hier an dieser Stelle dann einen Punkt ab. Ich mag es lieber mit Tentakeln, sagen wir so. Ja, Schwierigkeit, 5 von 5 Punkten. Ist es nicht schwierig zu leiten, es ist nicht schwierig, das Ganze vorzubereiten. Man muss sich natürlich das Buch aufmerksam durchlesen, man muss ein bisschen warm werden, aber man muss keine weiteren Quellenbände heranziehen, denn ja, alles, was ich brauche, steht in diesem Buch. Es dauert natürlich, das alles ein bisschen zu lesen und aufzuarbeiten, aber ich muss nicht in irgendwelche Bibliotheken der Universität oder der Landesbibliothek gehen, damit ich dann irgendwie ja Ahnung habe, was damals los war, wie das meinetwegen auch 1920 passiert ist. Aber mittlerweile kennt man ja 1920. Dieses Setting ist jetzt zwar neu, aber alles, was ich brauche, ist auf den Seiten beschrieben. Ja, damit gehen wir weiter zu den Bonuspunkten. 5 von 5 mit Tendenz eher nach oben, auch wenn das nicht geht. Es ist unglaublich viel im Anhang hinten drin, es ist vorne viel drin, es ist in der Zwischenzeit viel drin. Es ist echt alles mit dabei, was ich mir wünschen würde. Und ja, ganz im Ernst, am Ende bleiben 16 von 20 Punkten und die Empfehlung, kauft das Buch und nicht nur kauft es, sondern leitet es auch. Denn ja, überzeugt mal eure Spieler, eure Spielerinnen davon, das ist, glaube ich, tatsächlich eines der Werke, die hoffentlich irgendwann jeder einmal gespielt hat. Ich hoffe zumindest. Ja, ansonsten, ich verbleibe mit den Punkten, mit dem Preis pro Seite und mit meiner Empfehlung. Ich hoffe, euch hat diese Rezension gefallen, kurz und knackig, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es euch gefallen hat. Bis dann, ciao.